Wenn wir in Bezug auf Bürgerinnenschaft über Inklusion und inklusive Demokratiebildung sprechen wollen, müssen wir zuallererst auch über die unterschiedlichen Formen von Exklusion von Bürgerinnen sprechen und fragen, wodurch Bürgerinnen daran gehindert werden, an gesellschaftspolitischen Entscheidungen teilzuhaben. Hier sehen wir, dass Menschen zum Beispiel aufgrund ihrer körperlichen und psychischen Merkmale Exklusion erfahren, aber auch aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft und Staatsbürgerinnenschaft, ihrer Sprache, aber auch ihres Geschlechts und ihrem finanziellen Status. Inclusive Citizenship Education untersucht die einzelnen Formen der Exklusion und setzt diese auch in einen Kontext zueinander. Denn oftmals sind BürgerInnen ja und ihre gesellschaftspolitische Exklusion intersektional zu betrachten. Das heißt, dass mehrere dieser genannten Faktoren gleichzeitig zutreffen. Ich kann vielleicht aufgrund meiner Staatsbürgerschaft in meinem Wohn- und Arbeitsort nicht wählen oder ich habe keinen Zugang zur Sozialhilfe, was meinen finanziellen Status betreffen würde. Und gleichzeitig erfahre ich Exklusion aufgrund meines Geschlechts am Arbeitsmarkt. Der Exklusionsmechanismus der Staatsbürgerschaft führt nicht nur zu einer Nichtzugehörigkeit, sondern auch zu einer geringeren politischen Teilhabe. Ein typisches Beispiel hierfür wäre das Wahlrecht. Meistens wird dieses nur StaatsbürgerInnen eines Staates zugestanden. Allerdings zeigt auch der eingeschränkte Zugang zum Arbeitsmarkt durch nicht anerkannte Berufs- und Bildungsabschlüsse von MigrantInnen oder die hohe Abhängigkeit von Behörden hinsichtlich des Aufenthaltsstatuses oder der Arbeitserlaubnis die eingeschränkte Teilhabe von exkludierten Gruppen. Des Weiteren wird durch Exklusionsmechanismen der Grad der politischen Teilhabe bestimmt. Dazu gehört zum Beispiel auch, wie Menschen mit Behinderung gesehen werden. Also werden sie als eigenständige Menschen, als eigenständige Subjekte mit Mitbestimmungsrechten wahrgenommen oder eher als unmündige Patientinnen. Im Hinblick auf inklusive Bildungspraxen, inklusive Bildungsansätze für BürgerInnen fordern gerade WissenschaftlerInnen aus dem globalen Süden inklusive BürgerInnenschaft vom Standpunkt der Exkludierten selbst aus zu betrachten und dabei deren erfahrene Exklusion ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Das heißt in der Schlussfolgerung, dass die AkteurInnen einer Demokratie, also die BürgerInnen selbst, im Zentrum von inklusiven Bildungspraxen stehen und nicht das System an sich. Der Inclusive Citizenship Education Ansatz stellt jetzt also ein Gegenmodell zu Staatsbürgerinnenschaft als reinen legalen Status dar. Wir gehen hier davon aus, dass Teilhabe und Zugehörigkeit politisch und gesellschaftlich gestaltbar sind. Deshalb verwenden wir auch gerne den englischen Begriff Citizenship, da dadurch sowohl Staatsbürgerschaft als auch Bürgerschaft gemeint ist. Und wir können hier diese weitere Ebene von Citizenship einziehen, die von Selbstorganisation und Artikulation der eigenen Interessen geprägt ist. Und letztendlich die Partizipationsmöglichkeiten von BürgerInnen in einem demokratischen System neu verhandelt. Von Inklusion können wir jedoch erst sprechen, wenn Partizipation auf mehreren Ebenen, also sowohl auf der politischen, aber auch auf der gesellschaftlichen und ökonomischen Ebene stattfindet und sich die BürgerInnen aus einer subjektiven Erfahrungsebene als gleichwertigen Teil des demokratischen Systems betrachten können, also jenseits von Diskriminierung. Ziel der inklusiven politischen Bildung ist es daher, Bildungsangebote gegen Diskriminierung, gegen Rassismus und beispielsweise gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu setzen. Und die Themen der inklusiven Demokratiebildung sind hier so vielfältig wie die Formen der Exklusion, die BürgerInnen erfahren. Sie reichen von der geschlechterreflektierten Pädagogik bis hin zur Global Citizenship Education und postkolonialer politischer Bildung.
Ziel der Inclusive Citizenship Education ist es also, Exklusions- und Inklusionsmechanismen zu verstehen, zu hinterfragen und Handlungsräume, wie zum Beispiel die Teilnahme an BürgerInnenräten, Demonstrationen, Petitionen etc. zu schaffen und dann zur Partizipation an gesellschaftspolitischen Entscheidungsprozessen heranzuführen.